In der IT gibt es immer noch eine strenge Hierarchie mit Senior Web Developern und Junior Web Developern. Ich finde, das ist alles total überholt und bringt uns nicht weiter. Sollten wir nicht alle lieber auf Augenhöhe arbeiten? Was denkt ihr darüber? Skills sind besser als Berufsjahre. Damals im Jahre 2000 hat Deutschland mich dazu berufen, das eigene Vaterland zu verteidigen. Kurz danach wurde übrigens die D-Mark abgeschafft. Ich weiß nicht, ob es in Zusammenhang steht. Dann habe ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung angefangen und seitdem in vielen, vielen Berufen gearbeitet. Speaker, Entwicklungshelfer, Webdeveloper, Geschäftsinhaber, Senior Consultant, Präsident und Webmaster. Ja, das war noch eine Zeit. Da war man eine Ein-Mann-Internetabteilung. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Webmaster. Das war so jemand, der dieses Internet beherrscht hat. Ja, damals war die Zeit noch nicht so weit wie heute. Es gab zum Beispiel überhaupt kein CSS. Es wurden noch Tabellenlayouts gemacht. Und wir haben Seiten mittig mit iFrames positioniert. Ja, alles unnützes Wissen, immer noch da drin, immer noch mit Bier nicht wegbekommen. Trotz alledem habe ich eben halt jetzt einen Senior-Titel und andere haben den halt nicht. Bin ich deshalb eigentlich mehr wert als jetzt ein junger Entwickler, der anfängt mit Docker und Composer und diese ganzen Sachen aus dem FF beherrscht? Warum kann ich Entscheidungen treffen und er nicht? Senior als Gehaltsvorteil. Richtig gute Entwickler, die sind nicht nur Senior-Entwickler, die sind Senior-Entwickler. So wie richtig gute Leute im Bereich Agil, Agile sind. Das sind alles solche kleinen Spinnereien, die irgendwie die Freude an dem Beruf rauben. Ich habe jetzt häufiger beobachtet, dass in verschiedenen Stellenausschreibungen wieder gezielt nach Senior-Web-Developern gesucht wird. Das bedeutet eigentlich nur, dass man Projekterfahrung hat und super viel leisten kann und am besten alles kann. Frontend, Backend, sämtliche Technologien, die auf einmal kommen. Also es wird einfach gesagt, hier, wir brauchen nur dich und du bringst das ganze Ding live am besten alleine. Ich halte da nicht besonders viel von. Dass man eben halt einfach jetzt sagt, bloß weil jemand lange dabei ist, kann der irgendwie mehr leisten oder weniger leisten. Wir sind hier in einem technischen Beruf, in dem man sich doch ständig weiterentwickeln muss und weiterbringen muss und auf jeden Fall auch nicht jetzt auf so einem Titel stehen bleibt. Was passiert denn dann irgendwie in ein paar Jahren? Ist er denn dann immer noch einfach Senior Web Developer? Senior ist eine Alterserscheinung. Es gibt das sogenannte Peterchen-Prinzip. Das bedeutet, dass wenn ein Peter schon immer in einer Firma arbeitet, er automatisch in der Hierarchie immer weiter nach oben steigt, auch wenn er eventuell überhaupt keine Kompetenz dafür besitzt. Das passiert bei Entwicklern leider sehr häufig. Das heißt, wenn so ein Peter in einer Firma ist und immer fleißig da arbeitet und um ihn herum natürlich die Leute immer wechseln, und er halt da bleibt, weil er eventuell nicht in der Lage ist zu wechseln oder einfach auf dem Arbeitsmarkt vielleicht auch gar nichts wert ist oder vielleicht tatsächlich gerne in der Firma ist, das weiß man ja nie so genau, ist er aber trotzdem am Ende Teamleiter. Da gehören aber soziale Kompetenzen zu und eben halt auch natürlich Know-how mit den Skills, um die ganzen Projekte eben halt in einem Team vernünftig nach vorne zu bringen. Was haltet ihr davon, dass Leute einfach irgendwohin befördert werden und dann etwas zu entscheiden und zu melden haben? Senior als Kompetenz. Wenn man diesen Senior-Titel einmal hat, dann wird man den natürlich auch nicht mehr los. Es ist ja jetzt nicht so, als würde man sagen, so, ich habe jetzt die letzten paar Jahre ein bisschen auf der Stelle getreten, ich habe mich jetzt auch gar nicht mit den neuesten Technologien befasst, und deshalb bin ich jetzt kein Senior-Entwickler mehr. Das würde ja gar keiner tun. Wer den Titel einmal hat, der hält den an sich, weil es eben halt auch nur diese drei Hierarchieebenen gibt. Junior-Entwickler, Web-Developer, Senior-Web-Developer. Und fertig.
Wer kann denn jetzt irgendwie 30 Jahre Berufserfahrung oder 20, je nachdem, dann irgendwie nochmal aufskalieren? Wir sind eben halt irgendwann einfach alle Senior-Entwickler. Also wo ist denn jetzt eigentlich die Kompetenz, die mit diesem Titel immer in Verbindung gebracht wird? Was macht Kompetenz in der IT eigentlich aus? Das heißt doch, dass man Projekte nachhaltig schreibt, dass man Tests einführt, dass man mit der Zeit geht, dass man agile Entwicklung nach vorne bringt, dass man automatisierte Deployments durchführen kann. Und nicht einfach, dass man irgendwie in diesen Legacy-Code-Anwendungen einfach so weiterfährt, so, ja, das haben wir immer schon gemacht und das ist ja auch bisher ganz gut gegangen. Ist es eben halt nicht. Der Unterhalt von solchen Legacy-Applikationen kostet halt brutal viel Kohle. Ja, da muss man auch mal ein bisschen Verantwortung für übernehmen und den Senior-Entwickler noch mal fragen, warum ist das eigentlich alles so teuer und kompliziert hier? Senior als Entscheider. Immer wieder kommt es zu einem kleinen Gewissenskonflikt. Auf der einen Seite sollen immer neue Features produziert werden und möglichst schnell für den Markt verfügbar sein. Auf der anderen Seite müssen Web-Applikationen allerdings auch nachhaltig sein, wartbar sein, nicht so viel Legacy-Code produzieren, lesbarer sein, schneller sein. Das eine wird bezahlt und das andere wird nicht bezahlt. Wer trifft jetzt hier die Entscheidung, wie viel Stunden in der Woche für die einzelnen wichtigen beiden Punkte verwendet werden können? Hier sind natürlich Senior-Entwickler immer gefragt und gegebenenfalls der Geschäftsführung auch sehr nah. Ja, wir müssen jetzt nochmal Französisch online bringen. Wir brauchen Landingpages, wir brauchen viele neue Features. Das Marketing hat total viele Ideen. Da haben 6 neue Leute angefangen und da wird immer fleißig nach vorne gerannt und das verzögert sich und irgendwann steckt man in so einem Projekt einfach nur noch fest. Hier ist Kompetenz in Form eines Senior-Entwicklers gefragt. Wenn der allerdings nur so ein Fähnlein im Wind ist, kann man das schon mal vergessen. Manche von denen wissen einfach sehr wenig und sind trotzdem eben halt in dieser Position und dürfen hier sagen, nein, wir fahren weiter schön in unserem Tempo geradeaus und da soll sich erstmal nichts verändern. Das ist doch schlimm. Solche Entscheidungen, die müssen nicht unbedingt im Team gefällt werden, aber die müssen doch von mehreren Leuten mit technischem Know-how hinterleuchtet werden. Das kann doch nicht sein, dass nur einer in so einem Laden sagt, wie der Hase läuft. Was denkt ihr darüber? Senior in der Verantwortung. Ja, und zack, auf einmal liegt die Karre im Dreck. Da kann man eben halt nichts mehr warten, irgendwelche Conversion Rates gehen runter, irgendwelche Seiten laden nicht mehr, irgendwie treten richtig große Probleme ständig nur noch auf. Und wer übernimmt denn jetzt hier die Verantwortung? Senior Web Developer in meinen Augen sind überbewertet. Ja, es gibt gute Entwickler, wenn man die fragt, bekommt man eine vernünftige Antwort. Das ist vielleicht auch nicht immer die Antwort, die der Geschäftsleitung gefällt. Aber leider gibt es eben halt viele Entwickler, die irgendwie durch das Peter-Prinzip nach oben gekommen sind und Entscheidungen treffen können. Wenn jetzt jüngere Entwickler dazukommen und sagen, ey Alter, so läuft das aber nicht. Wir müssen das mal besser machen. Wir brauchen eben halt mal automatisiertes Deployment. Wir brauchen mal Tests. Wir brauchen auch mal eine vernünftige Staging-Umgebung. Wir brauchen eine vernünftige Develop-Umgebung. Wir müssen mal die Datenbanken vom Live-System in unter 6 Stunden auf das lokale System bekommen. Ich kann nicht immer nur mit Testdaten arbeiten und dann soll das live funktionieren. Ich muss mal näher an aktuelle Datenstrukturen kommen. Da müssen wir was machen, um Zeit zu sparen. Und dann wird immer nur gesagt, ach, Jung, du hast ja keine Ahnung, kannst du nicht mal ein paar Tickets von links nach rechts schieben oder was? Ja, das macht doch keine Lust, das macht doch keinen Bock. Und am Ende liegt die Karre dann halt im Dreck. Aber dann heißt es eben halt, ja, wir brauchen mehr Leute. Falsch. Du brauchst nur wenige gute Leute, um was nach vorne zu bringen und nicht viele, die Scheiß schreiben. Senior in der Innovation. Heutzutage gibt es viele Technologien, die im Backend und vielleicht sogar noch mehr, die im Frontend eingesetzt werden.
Das heißt, der Bereich Frontend-Developer und Backend-Web-Developer geht auch gefühlt ein bisschen weiter auseinander. Der Backend-Developer, der liefert eben halt allerhand Daten für die Requests vom Frontend und das Frontend macht damit halt irgendwas. Das ist ein Riesenproblem, denn es kann dazu kommen, dass auf beiden Seiten Business-Logik implementiert wird und man gar nicht so genau weiß, wo jetzt die Daten manipuliert werden. Beide behaupten, hey, ich mache alles richtig. Das kostet super viel Zeit. Das liegt am fehlenden Dialog zwischen beiden. Das liegt auch daran, dass sich auf beiden Seiten nicht genug mit der Technologie des anderen beschäftigt wird. Senior Web Developer müssen in der Lage sein, alle Prozesse, die für ein Internetprojekt nötig sind, zu verstehen. Da kann man jetzt nicht einfach nur sagen, ja, die vom Frontend, die geben mir eben halt hier ihre zwei Command Lines, wie irgendwas gebildet wird mit Webpack und dann läuft das schon. Das ist zu wenig. Auf der anderen Seite müssen sich Frontend-Web-Developer allerdings auch mal anschauen, was für Aufwände genau hinter so einer API stehen, die sie da requesten. Da bitte ich eben halt wirklich mal darum, dass beide Seiten viel mehr als Team zusammenarbeiten. Aber zurzeit ist es eben halt, da gibt es eben halt diese Hierarchie. Und wenn der Kleine vom Frontend hier irgendwas erzählt, dann, ja, der setzt ja eh am nächsten Tag eine neue Technologie ein, ja. Das ist auch so ein Problem. Respekt und Leute ernst nehmen, technische Meinungen ernst nehmen, ist eben halt so eine Sache. Wenn du eben halt in dieser strengen Hierarchie Senior Web Developer bist, dann musst du immer alles wissen. Und dann musst du immer irgendwie der Silberrücken auf dem Berg der Entwickler sein. Das kann es ja auch nicht sein. Man muss eben halt auch sich selber eben halt weiterbringen. Und deshalb muss ich eben halt auch jemanden, der vielleicht erst seit 2 Jahren Entwickler ist, aber in der Sache mehr Ahnung hat als ich, mit dem muss ich halt gemeinsam in einem Projekt zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Dem muss ich dann auch mal fragen, wie das funktioniert, ohne dass es mir peinlich ist und dann am Ende gesagt wird, hör mal, der hat ja den jetzt schon 3-mal gefragt, wie das funktioniert. Sag mal, ist das nicht der Senior hier? Der muss das doch alles wissen. Nein, müssen sie eben halt nicht. Ja, wir müssen eben halt wissen, wie Gesamtdinge zusammenspielen. Das ist ein wichtiges Wissen, was eben halt viel zu wenig zurzeit durchleuchtet wird. Und das finde ich eben halt sehr schwierig. Senior bei der Neuanstellung, die Ankündigung macht es. Wenn ein neuer Entwickler direkt als Senior Web Developer angekündigt wird, dann kann das zu Problemen führen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass sich eventuell andere in der Firma gedacht habe, ey, da ist ja diese begehrte Position frei, die hätte ich gerne. Ich arbeite hier ja schon seit 3 Jahren, ich kenne das Projekt in- und auswendig, ich mache eh schon seit 4 Monaten den Job, weil da ja kein Entwickler gefunden würde. Und dann wird ihm eben halt eine Woche vorher gesagt, ach ja, wir haben da einen gefunden, den stellen wir jetzt ein. Das ist nicht gut. Das muss auch nicht besonders gut gehen. Man muss eben halt sagen, da kommt jemand mit mehr Erfahrung, der euch hier im Team unterstützen möchte. Und nicht, da kommt jetzt einer, der hat hier endlich mal Plan, dem könnt ihr schön alle hinterherlaufen. Das ist eine falsche Ankündigung. Dann geht's wieder nach hinten los. Das ist eben halt auch ein super hoher Druck auf dem Senior, der neu anfängt. Bitte kündigt Senior-Entwickler auch einfach als Kollegen an, die sich in das Team integrieren, helfen, Wissen vermitteln und von ihrem Erfahrungsschatz viel in das Team bringen und damit alle weiterbringen und sagt nicht irgendwie hier, wir haben jetzt Michael Jordan eingestellt, ab jetzt müsst ihr alle Basketball spielen wie der. Die Titellüge. Ich habe mal bei einer Agentur gearbeitet. Dort wurde ich als Senior Consultant geführt, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Consultant war. Da war ich einfach nur Senior Entwickler. Aber weil das zu wenig ist, wurde man dort Senior Consultant. Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch Leute, die diesen Senior-Titel auf einmal bekommen, weil sie einen Job gewechselt haben.
sind auf der einen Seite Webdeveloper gewesen und auf der anderen Seite fangen die aber neu an und werden Senior Webdeveloper. Dazwischen ist jetzt allerdings nichts passiert, ist ja klar. Das heißt, die Titel, die kann man sich ja auch selber geben, ja? Man kann ja auch Head of Senior Developer und Head of Consulting. Es gibt ja auch den Job Generator im Internet und das ist doch totaler Quatsch, ja? Also dieser Titel, der ist einfach total überholt und der ist eben halt auch eine riesige Lüge. Bloß weil ich lange dabei bin, bin ich jetzt nicht Senior, bloß weil ich älter werde oder so. Mein Fazit zum Senior Web Developer Titel lautet, schafft den endlich ab. Ja, ich arbeite jetzt seit ungefähr über 15 Jahren in diesem Beruf. Ich habe wirklich viel gesehen. Und muss sagen, Kompetenz und das, was einen Entwickler ausmacht, das ist auf keinen Fall das, was Berufsjahre sind. Das ist einfach totaler Quatsch. Man muss sich eben halt ständig weiterbilden, man muss eben halt die Leidenschaft fürs Projekt haben und man muss die Leidenschaft fürs Programmieren haben, auch mal eine Schippe draufzulegen und auch mal zu sagen, hey, ich bringe jetzt mal was in das Projekt ein, was mich persönlich weiterbringt. Und das geht eben halt in dieser strengen IT-Hierarchie verloren. Ja, das ist gerade junge Entwickler werden da immer total vor den Kopf gestoßen, weil dann eben halt gesagt wird, mach das so, mach das bloß nicht so, geh bloß nicht deinen eigenen Weg. Facebook hat hier ein Problem gehabt. Die aktuelle Anzeige, wie viele neue Messages reingekommen sind, zwischen dem Web und der App auf dem Handy hatte einen Unterschied. Facebook hat da intern 2 Jahre für gebraucht und dafür das neue Framework React erschaffen. Einer der federführenden Entwickler ist da gerade mal Anfang 20. Ja, der hat hier ein YouTube-Video veröffentlicht, wie er eben halt mit React, wie er angefangen hat, React zu schreiben. Als Pionier. Ja, da war der Junge gerade mal 19. Was wäre mit dem in Deutschland passiert? Da hätten sie doch gesagt, was, 19 Jahre alt, hier mach erstmal ein paar Bug-Tickets, dann gucken wir weiter. Das kann es doch nicht sein, dass so Leute hier überhaupt immer so, die kommen mit so Flügeln rein und wollen fliegen und dann heißt es erstmal, nein, du bist ein kleines Hühnchen und du musst ja erstmal auf den Boden picken, denn ich bin hier der Senior Web Developer und bis du so geil bist wie ich, da vergehen noch Jahre. Schaff das ab. Was denkt ihr darüber? Haut's in die Kommentare und folgt uns.